Das ist mein allererster Vlog. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das hochladen werde. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich nehme euch heute mit, für alle, die jetzt zuschauen, zum Konzert nach München. Ich werde heute viel so Backstage, ich glaube, ich muss auch hier anhalten. Backstage quasi. Hallo! Eine kurze Frage. Ist auf den Namen Luke Kelly eine Backstage-Akkreditierung unterlegt worden? Ja klar, ich warte hier. Alles gut. So, reinkommen. Okay. So. Die Backstage-Akkreditierung habe ich hier, wie man sehen kann. Ich weiß leider... Doch, ich glaube, man fährt entweder hier runter, das weiß ich noch, weil das letzte Konzert der Kelly Family war nämlich 2019 hier in München auch. Das war, glaube ich, hier. Ich muss jetzt einfach einmal hinter die Bühne und dann werde ich euch quasi da ein bisschen mitten hinnehmen, weil ich dann, ja, ich werde einfach mal so alles drumherum filmen, wie so ein Tag bei uns Kellys quasi Backstage aussieht. Das weiß ich noch nicht, komme ich hier rein. So, es geht los. Jetzt bin ich komplett aufgeschmissen. Ich parke einfach mal das Auto hier irgendwo. Jetzt muss ich einmal hier rückwärts fahren. Ich hoffe, ich verfahre niemanden. So, ich bin jetzt gerade hier reingefahren und wurde dann freundlich gebeten, rauszufahren. Ich wurde erstmal gefragt, was ich hier überhaupt mache. Muss ich mich dann erstmal erklären. Man parkt anscheinend doch draußen, doch nicht hier drinnen. Warum auch immer man mich dann hier reingelassen hat. Ich wollte eigentlich aufnehmen, wie ich hier durch die Sicherheitskontrolle gehe. Hat leider nicht ganz funktioniert. Egal. Jetzt wird einmal hier geschaut, wo die alle oben von uns sind. Ob ich auch eine eigene habe. Hallo. Ja. So, wohin? Welche Garderobe? Joey. Der Joey ist dahin. Okay, ja. Danke schön. Bitte sehr. Okay. Weil meistens ist die Garderobe von meinem Dad auch die letzte von allen. In dem Fall jetzt auch. Und dann kann ich mir einfach eine eigene nehmen. Vielleicht ist die hier auch schon frei. Hallo? Bestes Beispiel, einfach die Garderobe neben meinem Dad frei. Hier hänge ich den Anzug hin. Zack. Hat man hier ein Bad. Ne, das ist jetzt ein. Ja, schon ein Bad. Hier kann man sich auch duschen. Und, genau, aber erstmal geht es jetzt zu den anderen. Ich habe gerade eben schon seinen Namen falsch gesagt. Das ist Christian. Er macht die ganzen Reels und Beiträge auf Instagram. Und er hat jetzt gerade auch mit mir ein Reel gemacht. Und wir gehen jetzt einfach mal zusammen so hinter die Bühne und schauen, wo meine Familie ist. Weil ich dachte eigentlich, dass sie hier sind, weil hier so viel Krach war gerade eben. Hier sind teilweise so noch Texte. Und sonst alles als We wish a Merry Christmas, yes, we'll make it, and we'll stay amongst again. We wish a Merry Christmas and a Happy New Year. Tomorrow thank you.
So. Danke schön. Ich gehe jetzt eine Dreiviertelstunde laufen, also 10 Kilometer, jetzt kurz vorm Konzert, weil ich wollte noch nicht laufen und ich will auch ein bisschen frisch sein. Und ich sehe da hinten den Iggy mit der Iska. Deswegen mit dem jetzt erstmal. Alles gut? Ja, alles gut. Schön, euch zu sehen. Wie macht man die Nummer an? Hier? Okay. Das war unser großer Auftritt hier in München. Hat sehr, sehr viel Bock gemacht von 10.000 Menschen. Und was viele gar nicht wissen, dass wirklich kurz nachdem die Bühne bzw. das Konzert fertig ist, wird es von diesen, ich weiß gar nicht, Roadies, meine ich, werden sie genannt, abgebaut. Also innerhalb von ja, ein paar Stunden. Weitergebracht. Das nächste Konzert ist in 2 Tagen in München. Nicht in München, was sag ich? Ja, genau. In Bremen. Also einmal jetzt 800 Kilometer von hier. Da bin ich selber nicht mit dabei. Schreibt einfach gerne mal in die Kommentare, ob ihr nochmal so etwas haben möchtet, wo ich quasi so eine Art Tour-Vlog Backstage mache. Das war jetzt zu München speziell. Und wenn das gut ankommt, werde ich noch einen, vielleicht einen zweiten Teil machen.